ideal zum täglichen Pendeln. Die Motoren der schnellen E-Bikes unterstützen bis zu 45 Kilometer pro Stunde. Vor allem außerorts kommen Speed-Liebhaberinnen und Liebhaber gut voran. Wer so zügig unterwegs ist, muss gerüstet sein. Nummernschild, Helm und Fahrausweis sind zwingend. Zudem, für schnelle E-Bikes gelten strengere Verkehrsregeln als für Velos. Hallo zusammen. Schön klappt es hier, dass wir heute den Test durchführen können. Wir haben hier alles in TCS Testlab in Ittigen bei Bern. Wir haben alle Marken abgeklebt, das heisst, ihr kennt nicht, auf was ihr fahrt. 9 vielverkaufte schnelle E-Bikes testet Kassensturz zusammen mit dem TCS und dem Velojournal. Sie kosten zwischen 4.700 und 8.000 Franken. Alle sind ausgestattet mit Schutzblech, Gepäckträger, Ständer und Licht. 7 verfügen über einen Mittel- und 2 über einen Heckmotor. Ja, also auf Strecken zwischen 10 und 30 km ist das sicher ein ideales Pendlerfahrzeug. Sobald man in der Stadt drinnen fährt, hat man halt das Problem, dass recht viele Ampeln vorhanden sind. Man muss sowieso abbremsen. Und man ist, wenn man 45 km/h fährt, auf einer Innerortstrecke durchaus ein Sicherheitsrisiko. Die Kriterien im Test. Wie stark ist das Antriebssystem? Wie lange reicht der Akku? Wurde das Bike qualitativ hochwertig gebaut? Ist es angenehm zu fahren und leicht zu bedienen? Wie gut funktionieren die Bremsen? Und ist die Beleuchtung stark genug? Das Gesamtergebnis setzt sich zusammen aus einem Praxistest mit 8 Teilnehmenden, einer technischen Analyse auf dem sogenannten Prüfstand der Hochschule Luzern und einer qualitativen Bewertung der verbauten Komponenten. Also die Komponenten sind eigentlich recht gut. Es scheint, dass die Hersteller verstanden haben, wie die Velo gebraucht werden. Es gibt aber schon so Details, wo ich denke, ja, das könnte man wirklich besser machen. Also zum Beispiel eins ist die Länge der Schutzbleche vorne. Die sind oft einfach zu kurz, sodass man nur schon bei nasser Fahrbahn auch völlig nasse Füße bekommt. Am schlechtesten im Test, aber mit 59 von 100 Punkten noch immer eine genügende Gesamtbewertung, das Modell von Clever. Abzüge gibt es, weil der Motor nach dem Tretunterbruch nachschiebt und beim Handling. Bei diesem Modell speziell ist mir aufgefallen, dass der Akku fast gar nicht alleine demontiert werden kann. Also man muss den Schlüssel drehen und dreht behalten und gleichzeitig ziehen. Und man sieht, ich habe fast nicht Kraft, um den Akku wirklich rauszuziehen, ohne dass nicht das Velo mit mir mitkommt. Eine gute Gesamtbewertung mit 62 von 100 Punkten erzielt das E-Bike von IBEX. In einem Bereich allerdings gibt es eine ungenügende Note. Das Modell hat ein relativ schwaches Licht, das ich ehrlich gesagt nicht gerne nachts durch den dunklen Wald fahren würde. Es fehlt entsprechend das Fernlicht und ein Bremslicht existiert ebenfalls nicht. Etwas besser im Test mit 66 von 100 Punkten ist das E-Bike von Flyer. Besonders überzeugt hat das Antriebssystem. Ob unbequeme Handgriffe, ungefederte Sattelstützen oder ein ruppiger Motor, beim Praxistest kommt auch das kleinste Detail zum Vorschein. Ein Gesamtresultat von 67 Punkten erzielt im Test das E-Bike Tour de Suisse. Positiv bewertet wurden Fahreigenschaften und Qualität. Gleich gutes Ergebnis, aber mit 4.699 Franken das beste Preis-Leistungs-Verhältnis im Test, das Modell von Cube. Im Praxistest aufgefallen, beim Anfahren am Berg unterstützen die verschiedenen Motortypen unterschiedlich gut. Gerade in steilen Hängen sind die Heckmotoren weniger stark als die Bikes mit Mittelmotor. Das heisst, wenn jetzt jemand gerade noch mit Anhänger die Bikes häufig in steilem Gelände nutzen will, dann ist er mit einem Mittelmotor einfach besser bedient. 68 von 100 Punkten erhält im Test das E-Bike Bix. Überzeugend die Qualität.
Akkuhandhabung sowie fehlendes Brems- und Fernlicht sorgen für leichte Abzüge. Gleich gut im Test das Modell Specialized. Das Speed-E-Bike hat im Vergleich ein geringes Gewicht. Auffallend das kleine Display. Die Elektrovelos haben sehr unterschiedliche Displays. Es gibt solche, die sehr puristisch sind. Die wichtigsten Angaben, die für die meisten Leute sicher reichen. Und andere machen eine wahnsinnige Fülle von Informationen. Also da sieht man die Steigung drin. Oder man sieht sogar, wie viele Kalorien das man braucht. Da weiss man, wie viel Schokolade das man darf essen, wenn man zurückkommt. Die Reichweite beurteilt das Testteam auf dem Prüfstand und in der Praxis. Bei maximaler Motorenunterstützung fuhren die E-Bikes zwischen 38 und 54 Kilometer weit. Dann war der Akku leer. Die höchste Reichweite erreicht das Modell von Stromer. Mit 8.022 Franken ist es aber auch das teuerste Speed-E-Bike im Test. Das beste Gesamtresultat mit 70 von 100 Punkten holt sich das E-Bike von Riese und Müller. Das Modell ist uns als gutes Gesamtpaket aufgefallen. Wir haben insgesamt gute Bremsen, gute Beleuchtung, aber auch einen hohen Fahrkomfort mit einer gefederten Sattelstütze und sehr breiten Reifen. Schnelle E-Bikes versprechen ein rauschendes Fahrvergnügen. Doch Vorsicht vor anderen, auch langsameren Verkehrsteilnehmenden. Alle Resultate finden Sie online zusammen mit den wichtigsten Verkehrsregeln für schnelle E-Bikes. Clever, wo zwar genügend, aber am schlechtesten abschneidet, schreibt uns, man soll sich beim Kaufen überlegen, wo man mit dem E-Bike fahren will. Ihren Heckmotor sei stärker im flachen Gelände und weniger für längere, steile Aufstiege denkt.